Ja, hallo Fans der LED-Technik. Nach einer längeren Pause habe ich mich entschieden, mal wieder ein Video zu machen. Und zwar betrifft es wieder einen LED-Scheinwerfer. Nach wie vor begeistern mich diese High-Power-LED-Chips. Die lassen mich einfach nicht ganz los, da ich noch ein paar von diesen 500 Watt Halogenscheinwerfergehäusen rumfliegen habe, die eigentlich keiner mehr so richtig nutzen möchte, laufen einem diese Gehäuse eigentlich förmlich in die Hand. Zum Wegschmeißen sind sie eigentlich fast schade, gell? Und somit baue ich ab und zu einfach wieder mal einen um auf LED. Diesmal habe ich eine Änderung vorgenommen, und zwar habe ich die ganze Zeit gearbeitet mit einer aktiven Lüftung. Das seht ihr auch in meinem letzten Video, wo ich diesen Scheinwerfer hier gebaut habe, benutzte ich immer einen kleinen PC-Lüfter, was eigentlich auch bombig funktioniert und den Scheinwerfer schön kühlt. Und ich wollte einfach mal versuchen, einen Scheinwerfer mit einem Kühlkörper auszurüsten. Also dieses Modell mit Lüftung ist natürlich prima, was die Wärmeentwicklung angeht, da ja diese LED-Chips, die gehen einfach schnell kaputt, wenn sie zu heiß werden. Ja. Und nun habe ich probiert, einfach das mal zu umgehen, da diese Scheinwerfer natürlich nicht spritzwassergeschützt sind, durch die Lüftung bedingt. Ja. Nun habe ich einfach einen passiven Kühler angebracht auf der Rückseite von dem Scheinwerfer. Der Aufbau des Scheinwerfers ähnelt den anderen Modellen, die ich bisher gefertigt habe. Nur habe ich den Lampenfuß, den LED-Fuß, nun verbunden nach außen mit Aluminium. Und habe hier hinten einen richtig starken Kühler, einen PC-Kühler, diesmal einen schönen, starken, großen Kühler montiert, der mir hier die Hitze einfach wieder abkühlen soll oder den Lampenfuß kühlen soll. Ja. Das hat sich auch ganz gut gemacht. Auch der Aufbau ging relativ einfach. Ich habe hinten das aufgefräst und hier eine Fußverlängerung angebracht. Und das hat sich gut gemacht. Ich werde euch dann am Schluss dieses Videos wieder ein paar einzelne Schritte, die ich fotografiert habe, anhängen. Da seht ihr dann ein paar Schritte. Gut, Nachteil nach wie vor ist einfach, der LED-Treiber ist durch die Größe bedingt einfach nicht im Gehäuse mit unterzubringen. Aber das ist eigentlich, da dieser Treiber an sich selber spritzwassergeschützt ist, nicht weiter tragisch, ja. Okay, alles andere ist wie gehabt, und bei diesem Modell diesmal warmweiß. Dieses kalte Weiß hier ist zwar vom Licht her stärker, weil der Hersteller, also einfach gesagt, kaltweiß, warmweiß sagt man immer. Der LED-Chip an sich, dieser helle weiße Chip, der bleibt einfach im Grunde ohne Farbton. Und bei dem Warmweiß überzieht man das Ganze mit einem mit einer orangenen Farbe. Und dadurch kommt dann auch dieses wärmere Licht zustande. Ja? Hat aber wiederum den Nachteil, dass man durch die Einfärbung des LEDs etwas weniger Lichtleistung hat. Aber das ist geringfügig, kann man eigentlich vernachlässigen. Ja. Wobei nach wie vor einfach dieses Kaltweiß zum Arbeiten in der Werkstatt oder solche Sachen, das bringt halt richtig Licht, richtig Feuer. Gut, ich werde jetzt mal... Ach ja, bevor ich es vergesse, wichtig ist hier wieder, bevor ihr das Basteln beginnt, wir arbeiten hier mit, ich muss den Satz einfach bringen, wir arbeiten hier mit 230 Volt und müssen...
Ja, leider muss ich das Video kurz unterbrechen. Möchte aber hier weitermachen. Stehen geblieben waren wir, ich muss den Satz leider bringen. Und zwar, wir arbeiten hier mit 230 Volt, ihr wisst. Der Treiber darf auf der 230 Volt Seite nur von einem Fachmann angeklemmt werden. Gut. Nun steht noch der Test aus, den möchte ich jetzt somit starten. Wie ihr wieder sehen könnt, ist das ein Spaß, diese Lampe anzumachen. Es bringt wieder richtig Licht. Der Farbton ist diesmal definitiv angenehmer. Und ja, es macht einfach Spaß, diese Gehäuse umzubauen in eine effiziente Lichtquelle. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall definitiv. Ich werde oft angeschrieben, ja, wieso mache ich das überhaupt und wieso baue ich diese Scheinwerfer, man bekommt diese mittlerweile schon günstig. Ich möchte aber sagen, nach wie vor kostet so ein starker Scheinwerfer in der 50 Watt Klasse, kann man sagen, locker 50 bis 80 Euro. Und mich kostet hier dieser Treiber und dieser LED-Chip im Kit, wenn man den zusammen bestellt, 15 Euro aus Hongkong. Wie in meinem anderen Video erwähnt, braucht ihr keine Angst vor der Bestellung zu haben. Ich habe eigentlich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Und der Rest, den ich benutze, und das sei es auch nur das Kabel von einem Gerät, das eben ausgemustert wurde oder so, braucht ja ein paar Schrauben und ein bisschen Material, das in jeder Werkstatt irgendwo rumfliegt. Also von der Seite gesehen, finde ich, lohnt es sich immer wieder, einen Mittag damit zu vollbringen. Gut, also wie auch bei meinen anderen Videos würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, hier unten auf der rechten Seite. Und, leider zu diesem Scheinwerfer kann es noch keine Langzeiterfahrung geben, was die Wärmeentwicklung betrifft. Werde ich jetzt hier diesen längere Zeit laufen lassen und so weiter, und dann muss einfach die Zeit, wird es bringen, wie lang der LED dies mitmacht. Also Wärme wird abgeführt, nach einer gewissen Zeit wird mein Kühler hinten warm, ist klar, aber der LED an sich wird auch deutlich wärmer, wie bei diesen Modellen hier mit Lüftung, keine Frage. Gut, aber das wird die Zeit bringen und ich werde das beim nächsten Mal, sollte ich nochmal einen bauen oder mir was Neues einfallen, würde ich euch dann darüber berichten. Ja. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachbauen. Wie gesagt, es lohnt sich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.